So, herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Video der Firma ASG Remscheid. Boah, das war sehr gut, ja. So, was haben wir heute? Also erstmal vielen, vielen lieben Dank. Das letzte Video ist sehr gut bei euch angekommen. Wir haben recht guten Resonanz bekommen. Das stimmt. Und da bedanken wir uns herzlich. Groß. Geht großen Lob an euch raus. Vielen, vielen lieben Dank nochmal. Ja, so ähnliche Formate machen wir weiterhin. Also wir werden euch zukünftig auch berichten, was im Autohandel so passiert, wie es bei uns zugeht. Und heute kommt quasi zweite Episode. Es ist nämlich viel passiert in der Zeit. Also man muss ja dazu sagen, das Video hier passiert gerade an einem Samstag, also morgen kommt das Video online. Das ist relativ aktuell und ich finde, bei solchen Stories sollte man da auch aktuell etwas drehen. So. Ja. Wir wollten eigentlich Auto vorstellen, da hatten wir was Schönes überlegt, aber das Wetter spielt leider nicht mit und für die Sache, was wir vorhatten, funktioniert es einfach nicht anders. Ne? Ja, was gibt's zu erzählen? Also wir haben auch viele, viele Neuzugänge reinbekommen, jede Menge Autos wieder. Ja, wenn man sich jetzt hier mal so umguckt im Vergleich zum anderen Video, ist wieder was passiert, ne? Die Toni ist alles voll. Ja, die Toni ist übrigens, die Toni stelle ich euch gleich auch mal vor. Die macht nämlich mit Marlon zusammen auch die Instagram-Sachen. Also kurz ein Preview von meiner Seite aus. Porsche-Ankauf ist schief gegangen in der Zeit. Also wie gesagt, das sind wirklich aktuelle Themen und da zeigen wir euch noch gleich die Halle von uns. Letztes Mal konnte ich nicht drauf eingehen, weil die Arbeiter da waren. Und da können wir noch mal kurz zu unserer Halle etwas erzählen. Und auf so ein paar Sachen, Kommentare und alles Mögliche, gehe ich auch mal drauf ein. Da sind so ein paar Fragen entstanden. Und wir räumen das mal kurz aus dem Weg. Genau. Und dann hat sich die Sache jetzt mal. Ja. Ja, was haben wir denn bekommen? Also hier haben wir einen richtig, richtig schönen Golf GTI reinbekommen. Ein A4 Allroad haben wir reinbekommen. Der S3 ist gekauft. Der sieht schon geil aus, ne? Also der Weiß sieht schon geil aus, ja. Schön tief, genau mein Geschmack. Ich bin ja so ein Deep-Fan gewesen. Mhm. Gewesen. Immer noch. Aber mittlerweile kann man ja leider nicht mehr so deep fahren. Das finde ich sehr, sehr schön anzusehen. Hier. S3 ist gekauft. Und hier haben wir einen 440 neuen Bestand. Mit der M-Performance-Abgasanlage. Ist auch super selten geworden. Als Cabrio, das war Hardtop-Cabrio. Einen wunderschönen, und dazu bekommt ihr auch noch richtig schöne Videos, ein RS3. Genau. RS3 mit OPF. In Misano Rot. In Misano Rot. Das mit dem OPF ist ein bisschen schlecht, aber es kommt noch ein Video. Wir werden ziemlich viele RS3s vergleichen. Und einmal als Limo, ja. Mit OPF, ohne OPF, ja. Und einmal als Hatchback, also quasi Viertürer mit dem großen Kofferraum oder Dach. Da habe ich nämlich auch einmal mit OPF und einmal ohne OPF. Da werden wir auch die Zeiten vergleichen. Sprich, Limo mit OPF, ohne OPF, Zeiten messen und den anderen auch Zeiten messen mit OPF, ohne OPF. Da können wir ja mal gucken, wo die Reise so hingeht. Und wir haben aktuell auch einen RS3 8P im Bestand. Den werden wir auch in einem Video, oder machen wir zwei Videos daraus, werden wir zu Herzen nehmen und schön Zeit messen. Sehr gut. Was der Alte kann, was der Neue kann. Ja. Guck mal die Toni. Zoom mal ran. Das ist die liebe Toni, die die ganzen Instagram Reels und macht. Aber die ist schon ganz gut drauf, ne? Ja. Toni, stell dich mal vor. Das ist die liebe Toni. Stell dich mal vor. Ich bin Toni. Nachname? August. August. Sie macht bei uns? Die Instagram-Stories, TikTok. Genau. Ein bisschen Social-Media-Content. Ja, ja. Creatorin. Das macht die quasi zusammen mit Marlon. Und ja, ist auch eigentlich sehr gern gesehene Mitarbeiterin, ne? Das ist nett. Und studiert nebenbei
Genau. Die brauchen so ein paar studierende Leute, weißt du? Für die Quote. Also, für die Quote. Und das ist der nächste RS3. Der ist auch frisch reingekommen. Ach, in dem letzten Video habe ich den ja gezeigt. Da ist er an dem Tag gekommen. Genau. Das ist der mit OPF, ohne, ne? Ohne OPF. Achso, oh, das stimmt, ohne. Die Sahne Rot ist mit OPF. So, Meister, da ist das Goldstück. Mein Baby. Ja, bist ja momentan sehr BMW verliebt. Oh. Oh. Hier ist natürlich jetzt gerade Baustelle. Hier sieht es aus wie Scheiße. Ja. Und, aber kurz, das sind schon mal die Fliesen, die hier was reinkommen. Hier kommt die Theke von uns. Mhm. Hier wird auch zukünftig ein oder zwei Mitarbeiterinnen im Empfang sitzen. Das Torque kommt hier weg. Den haben wir schon. Ja, der verabschiedet sich auch so langsam. Das Tor kommt hier weg. Das Tor kommt hier weg. Hier kommt eine Tür. Mhm. So eine Doppeltür, wo wir eventuell Autos auch rein und rausfahren können und wo wir die Kunden empfangen können. Oder so eine Schiebetür. Okay, ja. Wir haben jetzt soweit geplant, dass hier unser Kundenecke kommt. Schön mit Fernseher. Mhm. So eine kleine Küche, glaube ich, wo Kaffee. Ja, so kleine. Kaffee gibt. Was zum Trinken gibt, ne? Das wird noch alles sich komplett hier ändern. Wir sind aktuell dran wegen der Decke. Hier haben wir natürlich ja, die Decke sieht jetzt nicht so unbedingt schön aus. Da sind wir jetzt gerade dran, eine Lösung zu finden. Man darf es nicht vergessen, hier wurde früher als Werkstatt genutzt und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das vernünftig umändern. Aber es muss auch passen, ne? Mhm. Zu dem Ganzen. Du kannst jetzt nicht so Fliesen reinballern und oben sieht so aus. Ne? Also die Decke wollen wir jetzt runterziehen. Oder sind wir gerade mit Brandschutz und alles gesehen oder alles dran, dass wir das auch vernünftig machen können. Also die Theke kommt hier hin, dann wird hier in der Regel immer wieder ein paar Autos stehen. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt einen Termin macht und sagt, hey, ich komme morgen, dann werden die Fahrzeuge vorbereitet, in die Halle reingepackt und dann habt ihr ein sauberes Auto, was ihr euch besichtigen könnt. Also bis jetzt immer so ein Problem gewesen. Wir haben es immer wieder irgendwie hinbekommen, dass die Autos hier reinkommen. Aber du musst dir vorstellen, da hat man gearbeitet. Ich stell dir vor, du kaufst ein 100.000 Euro Auto, ja? Mhm. Das war bis heute so. 100.000 Euro Auto, schaust dir das Auto da an. Es geht um viel Geld. Und da hinten hörst du so Schlagschrauben. Alter! Ja, okay, das geht nicht, ja. Geht schon, hat ja funktioniert, aber so ist auf jeden Fall angenehmer für die Kunden. Ist schon ein bisschen cringe gewesen, ne? Wir werden hier ein offenes Büro haben, also quasi einen Schreibtisch für jedermann. Also das wird, wenn jetzt zum Beispiel ein Verkäufer einen Kunde hat, ja, der in dem Moment hier den bedienen muss. Ihr kommt da rein, dann Empfangstheke, dann der Verkäufer. Ja. Ja. Und die Kunden warten da. Und ich habe mir sogar überlegt, wenn irgendein Oldtimer von mir, also der E30 M3 oder der 190 oder so, ich weiß nicht, wie das jetzt hier passiert, dann kommt er hier rein und dann wird er auch da bleiben. So ein bisschen als Präsentation. Dann können sich die Leute quasi so ein schönes Auto mal anschauen. Ja. Ne? Ja, das würde, glaube ich, aber auch sehr gut hier reinpassen. Ja, denke ich auch. Ja. So, gehen wir dann ins Büro. Ja. Ins Büro, dann können wir ja mal quatschen, was aktuell so am Laufen ist. Die Porsche-Story wollte. Ja, unter anderem, ne? Ja. Also ich wollte jetzt nicht an die große Glocke hängen, aber da lief schon was falsch. Falsch. Da ist unser Liebling Thorsten. Thorsten! Harun! Hallo! Ja, der Thorsten ist ein ganz feiner, ne? Ja, das stimmt. Der passt auch gut hin. Ey, weißt du, was ich heute nicht hatte? Was? Kaffee. Oh. Was haben wir gelernt in den letzten Videos? Harun Kaffee. Harun braucht Kaffee. Bester Kaffee. Moretti. Also, es gibt so ein paar Sachen,
die interessieren euch wahrscheinlich auch. Ich habe einen Porsche gekauft, einen Panamera Turbo aus dem Jahr 2017, knapp 50.000 Kilometer. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass derjenige, der mit mir das Geschäft gemacht hat, das Video sehen wird, weil der folgt uns mittlerweile. Mhm. Und aber, also es war ein Unternehmen, ein recht großes Unternehmen, Tu das Großes rein, Bruder. Mhm. Also es war ein recht großes Unternehmen und das Auto habe ich im Internet gesehen. Dann habe ich einfach meinen Preis abgegeben und die haben es akzeptiert. Also das lief wirklich sehr, sehr reibungslos, sehr respektvoll. Und so wie es sich halt unter Geschäftsleuten sich gehört. Also das lief echt sau cool. Also ich dachte mir, boah, Respekt, das passt. Das ist jetzt mittlerweile eine Woche her, also das war letzten Samstag. Dann die Woche darauf, also am Dienstag oder Mittwoch, habe ich dann auch die endgültige Bestätigung mit Rechnung bekommen. Ich wollte am Freitag morgens losfahren, bei uns war Donnerstag Feiertag. Und habe mich extra für Freitag vorbereitet, um den Kauf zu tätigen. Also ich wollte morgens 6 Uhr losfahren, dann wollte ich euch sogar mitnehmen. Also mit GoPro, ich wollte alleine fahren, vielleicht mit einem Kumpel oder so, mit dem M3 wollte ich echt so schöne Szenen mit aufnehmen. Dann bekomme ich Donnerstag 17 Uhr oder 16 Uhr einen Anruf. Herr Göksow, ich kann Ihnen leider das Auto nicht rausgeben morgen. Ich denke mir so, okay, warum? Haben Sie den nicht abgemeldet bekommen oder warum? Ja, der Geschäftsführer möchte das Auto nicht mehr verkaufen. Schade. Ich so, nee, das geht nicht mehr. Wir haben das Auto offiziell gekauft. Wir haben eine Rechnung erhalten. Ja, nee, können wir nicht machen. Kriegen wir nicht mehr hin. Man muss dabei sagen, ich hatte ja einen Ansprechpartner gehabt von dieser Firma. Mhm. Er ist wirklich, wirklich, also falls du das hier siehst, vielen Dank nochmal. Also wirklich sehr, 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 sehr lieber Mensch. Unfassbar. Wirklich unfassbar. Er war super seriös, super lieb, super nett, also auch so richtig locker drauf. Er konnte hier schließlich nichts dafür, ne? Weil er konnte da nicht ab dem Moment schon nicht mehr entscheiden, weil man wollte mir halt quasi das Auto nicht mehr rausgeben. Nicht böswillig, ne? Also die meinten, nee, wir möchten den Kauf nicht zu Ende bringen, wir wollen das Auto behalten. Ich habe volles Verständnis für, aber ich habe an einem Samstag für das Auto angerufen, mein Angebot abgegeben, mein Angebot wurde akzeptiert. Dann haben wir Montag, Dienstag, Mittwoch. Dann bekomme ich Mittwoch die Rechnung, also noch fester ging es ja nicht. Und einen Tag vor der Abholung eine Absage zu bekommen, ist schon ein Schlag ins Gesicht, ne? Ist auf jeden Fall krass. Also zumal alles vorbereitet, ne? Ja genau, du planst ja damit. Und ich plane auch mit dem Auto. Ich habe auch Interessenten für das Auto, ich habe das Auto auch verkauft. So, und abgesagt. Das ist nicht so geil. Das war nicht so toll. Man muss dazu sagen, ich sag nochmal, der Ansprechpartner war super, super lieb. Er hat mich angerufen, hat gesagt, ja, wie können wir das machen? Entschädigung oder so? Nee, sage ich, keine Entschädigung. Ich möchte das Auto haben. Ich bestehe auf das Auto. Und bis jetzt, also bis dato, jetzt, möchte ich immer noch das Auto haben. Aber die geben es mir jetzt nicht raus. Aber ich habe einen schriftlichen Kaufvertrag, ne? Also sprich, ich habe auch eine Rechnung erhalten. Unter Geschäftsleuten ist es nicht so einfach, aus dem Vertrag rauszukommen. Doch, jetzt ist natürlich, wird natürlich die Sache ein bisschen unangenehm, ne? Ja, das stimmt leider. Das auf jeden Fall. Ja. Also, dass mal von dieser Perspektive, dass mal irgendetwas nicht funktioniert, passiert relativ selten, aber dennoch passiert es für das Geschäft, was wir machen, in diese Größenordnung, passiert es dennoch zu oft. Was ich aber eigentlich schade finde. Mhm. Ne, dass man da wirklich Arbeit investiert und sich vorbereitet für das Auto. Das ist nämlich unser
Kerngeschäft, ne? Und das finde ich halt ein bisschen schade. Ja, das sind so die Sachen, was im Alltag so bei uns passiert. Kurz noch eine kleine Sache. Ich bekomme immer wieder so Anfragen oder Benachrichtigungen, wie es denn zu dieser Zeit mit Corona das Geschäft läuft. Ja, stimmt. Haben sich so einige auch in den Kommentaren. Irgendwie ärgern sich die Leute, dass es bei uns recht gut läuft, oder? Oder, Toni? Kannst du ja mal beantworten, komm. Was soll ich beantworten? Nimm die Maske runter erstmal. So, danke. Wir sind doch alle getestet, Mensch. So. Beantworte du mal die Frage. Wie kann es sein, dass bei anderen zu dieser Corona-Zeit so schlecht läuft, aber bei uns so gut läuft? Ich glaube, weil wir schon früher den Fokus mehr auf online gelegt haben und gar nicht so auf diese Laufkundschaft und so spezialisiert sind, sondern mehr wirklich auf die Leute, die uns online finden. Und da hängen die halt noch hinterher. Und was ihr, glaube ich, auch noch zusätzlich gemacht habt, ist, ihr habt immer Ware da gehabt. Manche aber haben das haben ja viele, ich glaube, die Videos haben die nicht geguckt. Also wir müssen dazu sagen, wo Lockdown oder Corona angefangen hat, haben andere Händler aufgehört zu handeln. Die hatten einfach Angst. Die hatten Angst, die wollten nur noch Ware loswerden. Hm. Bei uns war es halt wiederum anders. Wir haben uns getraut und die Fahrzeuge, die wir schon vorher gekauft haben, haben wir noch durchgezogen. Und dann, was passiert dann? Dann haben wir natürlich sehr viele Autos im Bestand, ne? Und dadurch konnten wir auch direkt quasi nach dem ersten Lockdown oder nach den ersten Lockdowns auch gut wieder verkaufen. Die Zeit haben wir auf jeden Fall genutzt, müssen wir mal ganz ehrlich sagen. Ja, keine Ahnung, das ist halt schwierig zu beantworten. Also es lief recht gut. Da gibt es kein Wenn und Aber, dafür gibt es jetzt auch keinen, da können wir jetzt auch keine Tipps geben, also bei uns läuft es Gott sei Dank toi 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 sehr, sehr gut, aber auf diese Einzelheiten, wie das Geschäft so gewachsen ist, werden wir noch ein separates Video machen, mit Fotos von früher, wie das Ganze früher aufgebaut war, wie es zu der Zeit war, wo es noch bei meinem Papa war. Das wird mir ein schönes Video. Throwback, ja. No. TB. So, das war's mit dem Video. Ich glaube, so viel Information reicht für heute. Und wir strengen uns auf jeden Fall an, dass wir da noch bessere Videos. Das sowieso. Das sowieso, ne? Ja. Okay. Und ich wollte mich auf diesem Wege nochmal einmal bedanken. Für die mittlerweile 2500 Abos. Also, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bleibt alle gesund. Alles Gute. Peace.